Wenn sie es noch zu nass, dass es so runterrutscht. So. Als ich zu Müller gekommen bin, war ich noch nicht sicher. Das habe ich ihm auch gesagt, oder? Und dann habe ich irgendwann was gemacht, was ihm Eindruck gemacht hat, gerade in den ersten Monaten. Dann hat er gesagt, Josefsson, werden Sie Bildhauer. Hat mir natürlich schwer Eindruck gemacht, oder? Josefsson, werden Sie Bildhauer. Im Jahr 1939. Denke einfach, das mache ich gern groß. Das interessiert mich, groß zu machen. Und so beginnt das einfach.
Es gibt Leute, die meinen, wenn man Gips anmacht und den nachher irgendwo ausleert, dann entstehe was vom Material her. Das gibt es vielleicht vom Stein, oder? Aber beim Gips kannst du das nicht geben. Da gibt es völlig neutrales Material. Und man kann also keine Arbeit beginnen ohne eine Vorstellung, was man machen will, die sich dann während der Arbeit verändert. Und es kann sogar passieren, dass das Ergebnis gar nichts mehr zu tun hat mit der ersten Vorstellung. Ich habe nicht plötzlich große Halbfiguren gemacht, sondern die waren erst ein bisschen überlebensgroß. Mit der Zeit sind die größer geworden. Aus der Arbeit heraus werden die plötzlich einige die größer. Und dann bei der nächsten so, verändern sich so, immer aus der Arbeit. Also aus Absicht, das steht gar nicht, also bei mir entsteht gar nichts. Bei einer großen gibt es immer was Neues. Ich gehe vielleicht aus von so einer kleinen Halbfigur, aber am Schluss kann man das manchmal gar nicht mehr verbinden mit dem Ausgangspunkt. Und dann fange ich an zu arbeiten und dann sehe ich sehr rasch, dass ich ganz woanders hingerate, oder? Also kleine Figur, die so als kleine Skizze mir gefällt und ich probiere die groß zu machen. Manchmal, wenn ich anfange, denke ich, ich weiß nicht mehr, wie man das macht. Ist jemand das dann auch unsicher? Ich habe manchmal den Eindruck, die Haupteigenschaft in dem Beruf ist, dass man unsicher ist. Ende der 50er ist eine Frau mal auf dem Bett gelegen, also ich glaube nicht mal, dass sie nackt, also jedenfalls ist so gelegen, so aufgestützt, und dann habe ich gedacht, oh, das sieht dann herrlich aus. Und dann versucht man das zu machen und macht das plötzlich über 50 Jahre oder über 40 Jahre, weil dann immer Neues auftaucht. So. Und
warum ich das mache, das weiß der liebe Gott, was es hingeht. Oder? Der liebe Gott für Bildhauerei natürlich, nicht der Allgemeine, oder? Dann ist es eben spannend, die Beziehung vom Sockel oder die Plinthe, wie man sagt. Also innerhalb von der Arbeit hat es die eigentlich liegende und die liegt ja auf etwas. Und die Maße zwischen den beiden, oder das ist eine ganz wichtige Sache bei dem Vorgang. Und warum ich einmal die sogenannte Plinthe ganz dick mache und das andere mal dünner, das hängt mit der Konzeption zusammen, aber woher eine Konzeption kommt, da weiß ich nicht. Sie kommt höchstens aus der letzten Figur, dass der Vorgang weitergeht oder dass es nicht abgeschlossen ist. Ja, das ist intensiv. Also. Skizzen, ja, alle meine Skizzen die haben ja mit dem Relief zu tun. So, ja. Das Relief, was ein Gianico gibt. Recht.
Ich habe Figuren auf die Reliefs gebracht, oder? Und ich habe mit der Zeit begriffen, was ein lebhaftes Relief ist. Will, dass die Grundfläche nicht neutral ist, sondern der Bewegung mitgeht, oder? Und das sind ja immer nur Andeutungen von Figuren, oder? Und ich gehe nie weiter, weil sonst die Zusammenhänge gestört werden, oder? Also die Figuren müssen nicht viel anders sein als die Platte oder der Körper, auf dem sie sitzen. Bildhauer kann meiner Meinung nach keine Szenen aus dem Leben machen.